Ihr kennt ja vermutlich alle das Brettspiel Monopoly. In diesem Video werde ich euch zeigen, auf welche Art dieses Spiel vorgibt, uns was über Wirtschaft zu vermitteln und wie es dabei auf ganzer Linie versagt. Das Ganze wird aber noch absurder, wenn man sich dazu mal die Entstehungsgeschichte anguckt. Und genau das habe ich jetzt mit euch vor. Herzlich willkommen bei Wahn und Sinn. Mein Name ist Johannes und hier beschäftige ich mich immer mit allem, was mit Wirtschaft und Geld zu tun hat. Wenn ihr das auch spannend findet, abonniert auf jeden Fall den Kanal und aktiviert die kleine Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video online geht. Monopoly ist eines der beliebtesten Brettspiele. Das Problem mit dem Spiel: es gibt vor, unser wirtschaftliches Zusammenleben realitätsnah zu simulieren. Das sieht man unter anderem daran, dass jede Region ihr eigenes Spiel hat. Aber auch für jedes Hobby oder Interesse gibt's eine eigene Sonderedition. Dabei ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Es hat nichts mit unserer Wirtschaft zu tun. Ihr kennt ja bestimmt alle das Grundprinzip vom Spiel. Es geht darum, durch Würfeln auf einem Feld voranzukommen, dabei Grundstücke zu kaufen, um darauf Häuser zu bauen, Mietzahlungen der anderen zu kassieren, um sie dann schließlich in den Ruin zu treiben und zu gewinnen. Gerade in linken Kreisen wird dem Spiel deshalb auch gerne mal vorgeworfen, dass es aus Kindern auf manipulative Art und Weise böse Kapitalisten macht. In der Sowjetunion war Monopoly aus genau diesem Grund sogar verboten. Und auch wenn ich das Argument irgendwie verstehe, ist mir die ganze Betrachtungsweise doch ein bisschen zu simpel. Denn eigentlich ist es ja noch viel dramatischer. Vor allem ist es deutlich komplexer. Es fängt ja eigentlich schon beim Namen an. Als Monopol bezeichnet man den Zustand, wenn ein einzelner Marktteilnehmer der alleinige Anbieter von einem bestimmten Gut ist. Genau darum geht es ja auch bei Monopoly. Das Ziel ist, am Ende alle Grundstücke zu besitzen und damit der Monopolist zu sein. Dabei ist dieser Zustand in Deutschland im Normalfall durch das Kartellrecht verboten. Denn in einer Monopolsituation könnte ja der alleinige Anbieter, dadurch, dass es keinen freien Wettbewerb mehr gibt, im Prinzip jeden beliebigen Preis durchsetzen und damit würde er die Kundschaft total ausnutzen. Das heißt, das Ziel von Monopoly ist es, einen Zustand herzustellen, der in unserer Welt eigentlich aus gutem Grund verboten ist. Noch absurder ist die Tatsache, dass bei Spielbeginn alle Menschen, die mitspielen, die gleichen Startvoraussetzungen haben. Es geht im Spiel da um 1500 Monopoly-Euro, die jede und jeder bekommt, zusammen mit der Spielfigur. Und ab diesem Moment entscheidet eigentlich nur noch das Würfelglück, wie das Spiel weiter verläuft. In der Realität kommt das Glück sogar noch ein kleines Stückchen früher ins Spiel. Denn es entscheidet ja irgendwie, wo man so geboren wird. Jetzt denkt ihr vielleicht, dass das offensichtlich ist, aber das Ausmaß, in dem dieses Glück wirklich entscheidend ist, wird immer krasser. In einer neuen Studie hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung herausgefunden, dass die obersten 10% in Deutschland knapp 2/3 des gesamten Vermögens besitzen. Damit wird der finanzielle Erfolg in einem Leben, in unserer Gesellschaft, zum großen Teil davon geprägt, was die Eltern besessen haben. Wo wir gerade beim Thema Besitzen sind. Am Anfang von jedem Monopoly-Spiel geht es ja darum, möglichst viele Grundstücke zu kaufen. Nur von wem eigentlich? In der Monopoly-Wirtschaft gehören die Grundstücke am Anfang einer weirden Kombination aus Bank und Staat. Diese schwer zu greifende Institution verkauft dann die Grundstücke zu festgelegten Preisen, ohne die Auswirkungen von Angebot und Nachfrage zu beachten und nach dem Prinzip First Come, First Serve. So hat die Monopoly-Wirtschaft einerseits was von Planwirtschaft mit festen Preisen und andererseits was vom Wilden Westen, der erst erobert und kolonialisiert werden muss. Dadurch ist auch dieser Zustand so ziemlich das Gegenteil von der Realität und bereitet garantiert kein Kind auf die Startbedingungen in unserem aktuellen Wirtschaftssystem vor. Ein weiterer Punkt, den manche von euch vielleicht eher in der Realität vermissen, ist die Sache mit dem Los. Wenn man einmal das ganze Spielfeld umrundet hat, bekommt man dafür einen festen Geldbetrag ausgezahlt. Und zwar direkt von der Bank. Man muss dafür nichts machen, man muss einfach nur vorbeikommen. Es kriegen sogar alle exakt den gleichen Betrag. Ein bisschen wie so ein Grundeinkommen. Also es sei denn, man landet mit seiner Figur genau auf dem Losfeld, denn dann gibt es aus irgendeinem Grund das Doppelte. Ganz kurzer Reality-Check. In Deutschland ist nicht mal Hartz IV bedingungslos. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann schaut einfach dieses Video an, was ich da oben verlinkt habe. Das Monopoly-Grundeinkommen wird ja direkt von der Bank ausgezahlt und eigentlich ist das schon erstaunlich genug. Aber auch sonst fällt es auf, dass die Bank im Spiel sehr viel besser und fairer dargestellt wird, als Banken in der Realität oft sind.
Bei Monopoly ist sie die Institution, die neutral und uneigennützig Geld verteilt, wenn sie Hypotheken vergibt, von allen den gleichen Standardzins haben möchte, unabhängig von der Laufzeit, unabhängig von der Bonität. Und auch sonst kann man sagen, dass die Bank bei Monopoly nicht besonders auf ihren eigenen Vorteil achtet. Das kann natürlich auch daran liegen, dass Zinsberechnung ziemlich kompliziert ist und dadurch der Spielbetrieb verlangsamt werden würde. Das Ergebnis ist aber ja trotzdem, die Realität wird vollkommen verzerrt dargestellt. Banken gehören nämlich in unserer heutigen Welt oft zu den größten Unternehmen und sind dabei meistens ziemlich profitabel. Sie werden zwar von unserem Staat kontrolliert, mehr oder weniger, landen aber trotzdem immer wieder mit neuen Skandalen in der Presse. So viel zu selbstlos. Das heißt, in echt ist diese Institution Bank so ziemlich das Gegenteil von dem, wie sie bei Monopoly dargestellt wird. Anstatt pflichtbewusst Steuern einzusammeln, wird unser Staat immer wieder von Banken um Steuern betrogen. Wenn ihr auch findet, dass sich Banken in der Realität ruhig mal an die Regeln halten sollten, dann liked doch einfach dieses Video. Wenn wir jetzt also ein paar Runden weiter gespielt haben und irgendwann nach und nach die Straßen verkauft sind, dann landen wir früher oder später vermutlich auch auf einem dieser beiden Felder. Einkommenssteuer und Zusatzsteuer. Verdammt! Wer also Pech beim Würfeln hat, muss dann komplett random Geld zahlen, Steuern zahlen. Dabei ist es aber egal, ob jemand kurz vor der Insolvenz steht oder 75% aller Straßen besitzt. Es geht auch hier wieder nur ums Glück bzw. ums Pech. Dabei sind ja Steuern eigentlich ein ganz gutes Konzept. Die staatlichen Ausgaben, von denen die gesamte Bevölkerung profitiert, werden durch Steuern von den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam getragen. Aber halt grundsätzlich so, dass die, die viel haben, auch stärker zur Kasse gebeten werden. Dieses Prinzip wird bei Monopoly also komplett ad absurdum geführt. Stattdessen werden Steuern als lästiges und willkürliches Übel geframed. Das ist besonders krass, wenn man sich mal mit der Entstehungsgeschichte von dem Spiel beschäftigt. Denn die Erfinderin, Lizzie Maggie, war überzeugt von Steuern, beziehungsweise sie war überzeugt von einer Steuer, nämlich von der Steuer auf Grundbesitz. Um dieses Konzept in der Bevölkerung bekannt zu machen, hat sie das Spiel erfunden, was wir heute als Monopoly kennen. Nur sah das damals noch ein bisschen anders aus. Das Konzept zu dieser einen Steuer stammt übrigens von dem US-amerikanischen Ökonomen Henry George und war deshalb zur damaligen Zeit auch unter dem Namen Georgismus bekannt. Er war der Ansicht, dass jedem die Gewinne aus eigener Arbeit selbst zustehen sollten, aber die Gewinne aus Land und natürlichen Ressourcen eigentlich der Allgemeinheit gehören. Deshalb war er auch dafür, Land sehr hoch zu besteuern und dafür alle anderen Steuern abzuschaffen. Im Jahr 1904, also zu einer Zeit, wo nur knapp 1% aller Patente von Frauen angemeldet wurden, hat Lizzie Maggie das Patent für das Landlord's Game zugesprochen bekommen. Tatsächlich kann man in dem damaligen Spielfeld schon das aktuelle Monopoly-Spiel drin erkennen. Es gab aber nicht nur den Spielmodus, den wir heute kennen, sondern es gab noch einen zweiten Modus und der hatte eigene Regeln. Nach denen mussten die Grundbesitzer hohe Steuern zahlen, damit dann, ganz nach der Theorie des Georgismus, alle Spieler von der Wertschöpfung profitieren. Durch diese beiden Spielweisen vom gleichen Spiel sollte den Spielenden etwas klar werden. Die reine Profitgier und Privateigentum ohne vernünftige Besteuerung führen zwangsläufig zu einer Dystopie, in der dann nur noch ein Landbesitzer gewinnt und alle anderen verlieren. Nur leider hat sie anscheinend nicht bedacht, dass die meisten Menschen an einem Spiel ohne Gewinn nicht besonders viel Spaß haben und es auch keinen Anreiz gibt, dieses Spiel überhaupt zu spielen. Deshalb hat sich auch nach der Veröffentlichung vor allem die dystopische Spielweise durchgesetzt, die wir ja bis heute kennen. Das liegt aber auch daran, dass Lizzie Maggie ihr Patent 1935 für 500 US-Dollar an das Unternehmen Parker Brothers verkauft hat, was wiederum später von Hasbro übernommen wurde. Seitdem ist Monopoly zu einem der am häufigsten verkauften Spiele geworden. Es gibt hunderte unterschiedlicher Editionen und die Lizenznehmer haben eine ganze Menge Geld verdient. Nur von der ursprünglichen Idee der Erfinderin ist nichts mehr übrig. Wenn ihr mir einen riesigen Gefallen tun wollt, dann teilt doch einfach dieses Video mit den Leuten, mit denen ihr schon mal Monopoly gespielt habt. Vielleicht lernen die ja was. Es würde mich total freuen, wenn wir uns wiedersehen. Also abonniert gerne den Kanal, aktiviert die kleine Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.